Ich liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das Flutlicht ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen. Der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Wir befinden uns hier in einer der traditionsreichsten Spielstätten der Niederlande, wenn nicht sogar Europas, in der Johan Cruyff Arena. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Wer eine große Fußballshow sehen will, der denkt sich auch, einer darf nicht fehlen, David Beckham. Für ihn kommt man doch unheimlich gerne ins Stadion und seine Fuß... War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Totti sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Der kommt weit nach vorne. Sehr gute Defensivarbeit. Sie haben ihnen den Weg zum Tor verbaut. Juventus Turin. Läuft ja bei dir im Wohnzimmer rauf und runter im Fernsehen. Wie schätzt du die Mannschaft ein, Hansi? Wer gegen diese Mannschaft spielt, der weiß, was auf ihn zukommt. Sie stehen tief, sie lassen den Gegner agieren. Sie wollen den Ball gar nicht haben, aber wehe, sie haben ihn erobert. Dann verlagern sie das Spiel ganz schnell, überfallartig, in die Hälfte des Gegners. Start, da ist der Druck. Und dann hatte er leichtes Spiel. Ganz genau so musst du zum Kopfball. De Bruyne. Richtig stark gehalten. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Ab auf die linke Seite. Hakimi. Einfach mit gutem Stellungsspiel. Alessandro Del Piero. Raus auf die Flanke, aber da kommt er nicht hin. Del Piero hat auf den Pass gewartet, ist das schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Der Hurricane himself, Harry Kane. Ja, das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Messi. Macht den Eindruck, als wollte er draufhalten. Was der mit einem ruhenden Ball veranstalten kann, das hat er oft genug bewiesen. Messi. Manuel Neuer. Sensationell. Und der Ballverlust. Cristiano Ronaldo. Hier ist Alessandro Del Piero. Und vorbei! Das ist schon stark, wie er da aufhält. Da ist die schon. Ein super Tor! Sie sind wieder mit dabei in dieser Partie. Bei so einem Angebot kann er doch nicht Nein sagen. Ist der reaktionsschnell. Der Ball prallt ab. Er ist sofort da und schlägt zu. Wir sind auf Remiskurs. Das ist ein richtig enges Spiel. Und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Cristiano Ronaldo. Die Gelegenheit für Del Piero. Beckham hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Del Piero macht das Spiel gut breit. Vieira. Messi. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle.
Der geht weit. Totti. Ah, toll aufgelegt. Davis hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Aber astrein vom Ball getrennt. Totti. Toni Kroos. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Toni Kroos. Und der Assistent hat die Abseitsstellung gesehen. Alessandro Del Piero. Toni Kroos. Da war er voll auf der Höhe. Messi hat bereits ein Tor mustergültig eingeleitet. Sie rennen da gegen eine Wand. Ball über der Linie, Einwurf. Christian probiert's. Und der Ball ist über der Linie. Einfach und haltbar. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau. Das waren die ersten 45 Minuten. Die ersten 45 Minuten sind vorbei. Eine spektakuläre erste Halbzeit, ein Wechselbad der Gefühle. Und ich bin ganz ehrlich, ich wage hier, so wie sich das entwickelt hat, keine Prognose für die zweite Halbzeit. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Bremen muss jetzt noch nicht in Panik geraten. Eine ganze zweite Halbzeit wird noch gespielt. Aber ich muss natürlich nicht darauf hinweisen, dass sie so früh wie möglich auf den Rückstand reagieren sollten. Jetzt aber. Und noch. Er trifft. Und jetzt ziehen sie davon. Und tschüss. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Ich lege mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Freistoß Juventus. Cristiano Ronaldo. Der Hurricane himself, Harry Kane. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Lieber zurück zum Goalie. Lang nach vorn. So ungestüm in den Zweikampf gegangen. Alles klar, Einwurf.
sie gut aus. Del Piero! Ein richtig toller Pass. Das Ende mäßig. Schöne Vorarbeit. Er stand hauchdünn, nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können, aber er scheitert. Messi. Juventus Turin. Lässt seine schnellen Spieler vorne stehen. Also für mich sieht das aus, dass sie auf Konter setzen. Definitiv setzen sie auf Konter. Sie sparen etwas Kraft für diese Gegenangriffe. Aber sie stehen natürlich defensiv deutlich wackeliger. Messi. Stark gehalten. Die hat er ganz stark gehalten. Und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Auf die Flanke. Beckham. Ja, gar keine Frage, das war faul, also Freistoß. Eine weitere Möglichkeit. Bärenstark gehalten vom Torhüter. Da hat nicht viel gefehlt. Del Piero mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Das ist Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hat auf den Pass gewartet. Ist das schön reingekommen? Jetzt drin das Ding! So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie den Ausgleich auch noch schaffen können. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Ein Cristiano Ronaldo. Er wird hier hervorragend bedient. So kann doch was gehen. Der Pass ist klasse, die Ballannahme auch. Nur der Abschluss, der stimmt nicht. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Der ist drin! Damit wieder Augenhöhe in diesem Duell. Das Spiel, es drohte ihnen aus den Händen zu gleiten. Aber sie haben wieder Zugriff bekommen. Eine fantastische Vorstellung. Dieses Tor gehört ganz allein ihm. Das ist schon merkwürdig. So viele stellen sich ihm entgegen. Aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, dann kannst du ihn nicht bremsen. Das wird hier so langsam eine ernsthafte Bewerbung um den Titel Comeback der Saison. Das erlebt man immer. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Hakimi. Der Ball kommt zu Kane. Und dann ist er weg, der Ball. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Mbappé hat die Chance. Sehr gute Position. David Beckham. Einfach mal schießen. Nee, diesmal nicht. Der Ball ist nicht im Tor, aber es war zumindest mal ein Abschluss. Davon hat es ja bisher nicht so viele gegeben.
Auf der Bank ist Bewegung, da bahnt sich ein Wechsel an. Hernandez. Ja, genau, müsste Einwurf geben. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Sie gehen wieder in Führung. Perfekt platziert. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Riesenmöglichkeit. Am Tor vorbei. Cafu. Messi. Richtige Entscheidung, Einwurf. Hakimi. Cristiano Ronaldo. Alessandro Del Piero. Das Spiel kann nicht mehr lange dauern. Stones. Vieira. Cafu. Messi. Conte. Holt ihn sich wieder. Schönes Ding. Hernandez. Hier ist Alessandro Del Piero. N'Golo Kanté. Messi. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Vor dem Gegner kann man nur den Hut ziehen. Sie haben nie aufgegeben und haben das Unmögliche möglich gemacht. Hansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte.